Ist das eine unvollendete Saison, wenn ihr jetzt nur Meister unter Anführungszeichen, nur Cupsieger werdet und diesen dritten Titel nicht geschafft habt? Aber das ist national nichts Größeres gibt als die Meisterschaft. Diese Frage kann ich beantworten. Ja, diese Mannschaft hat einfach einen außergewöhnlichen Charakter, der sich natürlich dann auch immer in einer Saison nochmal auf das Team, was man gerade ist, entwickelt. Und ich kann nur noch mal sagen, ich bin verdammt stolz auf diese Mannschaft. Ich glaube, sie hat den österreichischen Fußball großartig vertreten dieses Jahr. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie dafür belohnt werden, weil sie es für mich einfach verdient gehabt hätten, dieses Finale spielen zu dürfen. Jetzt dürfen wir es nicht, aber ich werde natürlich schauen, dass wir alle zusammen jetzt einfach die Saison auch wirklich gemeinsam zu Ende bringen. Das ist ganz wichtig, dass wir die beiden Wettbewerbe, die noch ausstehen, für uns nutzen, um eine einfach großartige Saison draus zu machen. Ich würde gerne anschließen an die eingeführten Worte des Kollegen. Sie wirken sehr sachlich, sehr ruhig momentan. Spiegelt das auch Ihr Innenleben wieder oder ist Ihnen momentan wichtig, dass wir jetzt eine schlechte Verlierer vorstellen und irgendwie Staub auf die Rippel wegen deiner oder anderen Prinzip entscheidet? Also ich glaube, wer mich jetzt kennengelernt hat über das Jahr, der weiß, dass ich ungern eine Rolle spiele, sondern dass ich das dann auch schon immer auch so meine, wie ich es sage. Und ich war natürlich kurz nach dem Spiel auch wütend. Das glaube ich auch zum Ausdruck gebracht, kann man denke ich auch sehen. Habe jetzt allerdings unten dann in der Mixzone nochmal eine Information bekommen, die ja, mich als Mensch dann einfach auch so ein bisschen getroffen hat. Nicht getroffen, sondern einfach auch mich das sein lässt, was ich gerade bin, sehr ruhig. Wenn ich dann vom Schiedsrichter beobachte, der heute Deutscher war, erfahre, dass die russischen Schiedsrichter in der Kabine sitzen und ziemlich fertig sind mit den Nerven, weil sie natürlich wissen, dass sie da vielleicht auch nicht ganz richtig lagen, dann zeigt das für mich menschliche Größe. Nur darum geht es mir, man kann immer Fehler machen. Aber wenn man diese Fehler dann auch, wenn man dazu steht und wenn man sie einsieht, dann bin ich der Erste, der dann auch Fehler entschuldigt. Und das mache ich dann in diesem Fall. Und deswegen ist mein Ärger, den ich vielleicht noch vor uns auf dem Platz dann ausgetragen habe, jetzt